Master Dorak. Padawan Bastila kennt ihr ja bereits. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Was wollt ihr von mir? Ihr habt mich also erfolgreich. Was nehme ich da? Was nehme ich denn? Oh Gott, wie scheiße aus. Mit dieser pinken Rüstung. Was wollt ihr von mir? Bastila hat uns erzählt, dass ihr stark in der Macht seid. Kann sein. Wir überlegen, ob ihr es verdient habt, als Jedi ausgebildet zu werden. Boah, das wäre cool. Aber werden nicht nur kleine Kinder Jedi? Also, es war doch schon mal Anakin so, dass er zu alt war. Oder hat sich das geändert? Nichts wäre eine größere Ehre für mich, als die Methoden der Jedi zu lernen. Ich krieg den jetzt mal ein bisschen in den Hintern. Aus Master Zar spricht vielleicht der Übereifer. Aha. Wir brauchen einen unzweifelhaften Beweis für eure Stärke in der Macht, bevor wir auch nur daran denken können, euch auszubilden. Beweis? So. Der ganze Rat spürt die Stärke der Macht in diesem Mann. Das ist eigentlich anmaßend, Bastila. Und von den Ereignissen auf Taris habe ich euch ja bereits berichtet. Vielleicht war es einfach nur Glück. Wir beide wissen doch, dass es kein Glück gibt. Es gibt nur die Macht. Wir alle fühlen die Macht in Bastilas Begleiter, obwohl sie noch wild und ungeschult ist. Jetzt, da sich diese Macht zu manifestieren begonnen hat, können wir sie da wirklich ignorieren? Die Ausbildung zum Jedi ist lang und schwierig, selbst bei jenen, die jung sind und einen offenen Verstand haben. Es ist schwer, ein Kind zu lehren, doch bei einem Erwachsenen ist es schier unmöglich. Ah, das ist also die Erklärung. Natürlich, großer Jedi. Ich werde euch mit Toten lernen und dem Licht dienen. Nein, dann würde ich hier lügen. Ich bin bereit, mich ausbilden zu lassen. Und mein Alter hat damit gar nichts zu tun. Nur wenn ich 50 bin. Was für ein Stolz. Was für eine Arroganz. Oh. Bereits auf dem Weg zur dunklen Seite der Macht. Wie zahlreiche andere, die nicht die entsprechende Ausbildung erhielten, Master Rook. Gell. Nur mit unserer Geduld und Führung können wir jene, die gestrauchelt sind, auf die helle Seite zurückführen. Traditionell nehmen die Jedi keine Erwachsenen in ihrer Ausbildung auf, auch wenn es in unserer Geschichte einige seltene Ausnahmen von dieser Regel gab. So. Ihr aber seid ein besonderer Fall. Wieso? Ich stimme Master Dorak zu. Zahlreiche Schüler verlassen den Jedi-Orden und wenden sich den Lehren der Sith zu. Ja. Wir benötigen neue Rekruten, die gegen Malak antreten. Jetzt, wo Revan tot ist? Seid ihr sicher, dass Revan wirklich tot ist? Was ist, wenn wir diese Person hier ausbilden und der dunkle Lord zurückkehrt? Wir sollten diese Angelegenheit in einem privaten Rahmen besprechen. Bastila, ihr und eure Gefährten, ihr müsst gehen. Diese Sache geht nur den Rat etwas an. Wie ihr wünscht, Master Vandar. Wir werden zur Ebenhaupt zurückkehren, damit ihr in Ruhe beraten könnt. Hä? Was war denn das gerade? Ich träume wieder. Vision. Filmsequenz. Zu viele Filmsequenzen auf einmal. Ich habe hier eine Liste mit Filmsequenzen. Die dunkle Seite ist stark an diesem Ort. Ich spüre ihre Macht. Ist das klug? Die alten Jedi verschlossen diesen Durchgang. Wenn wir hindurchgehen, gibt es kein Zurück. Der Orden wird uns verbannen. Sind die Geheimnisse der Sternenschmiede so wertvoll, Revan? Sind sie das Risiko wert? Seite ist stark an diesem Ort. Ich spüre ihre Macht. Ist das klug? Die alten Jedi verschlossen diesen Durchgang. Wenn wir hindurchgehen, gibt es kein Zurück. Der Orden wird uns verbannen. Sind die Geheimnisse der Sternenspiele so wertvoll, Revan? Sind sie das Risiko wert?
Morgen wird von Minute zu Minute merkwürdiger. Zuerst taucht Bastila auf und sieht aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Und jetzt ihr. Bevor sie ging, sagte Bastila noch, dass ihr unbedingt vor dem Rat erscheinen sollt. Es scheint dringend zu sein. Okay. Ihr solltet sie nicht warten lassen. Ich hatte eine harte Nacht. Kann ich euch nicht übel nehmen. Ich habe auch nicht besonders gut geschlafen. Ich hatte eigentlich geglaubt, die Dinge hier würden nach unserer Flucht von Taris besser laufen. Hat sie sonst noch etwas gesagt? Nein, hat sie nicht. Mann. Sie sah nicht gut aus, wenn ich mich recht erinnere. Für euch gilt das Gleiche. Seid ihr in Ordnung? Ach, mir geht's gut. Gehen wir. So ist es. So ist es. Wie, so ist es? Red kein Müll. Nehmen wir Karf. Und Salba. Den können wir dann auch mal gleich aufleveln. Nachdem ich meinen Bildschirm mal wieder angestellt habe, nach jeder Filmsequenz, hängt der etwas dämlich rum. Ja, leveln wir mal. Leveln, sagte ich. Levelaufstieg. What the hell is wrong with you? Level up. Geschicklichkeit, den ersten Schütze. Fähigkeiten. Ach, heilen der. Braucht sowieso nichts anderes. Empfohlen. Training. Ach, ich hätte eigentlich. Naja. Egal. Salbar. Fähigkeiten. Computer. Okay. Okay. Talente. Kritischer Treffer. Okay. Okay. Hört ihr diese Musik? Die ist wunderschön, gell? Die ist geil. Die ist so ins geil. Die ist jetzt zwar keine Lamulama-Musik, aber die ist so. So schön. So schön! Ich bin schön. Was rede ich hier für ein Müll? Speer können von vornherein Implantate tragen, deswegen kriegt sie aber auch eins. Okay. Boom, er ist riesig. Alle sehen zu ihm auf. Boom, er ist aggressiv. Töte sie. Töte sie, mein Schurz hier. Töte sie. Boah. Ja, gut. Gehen wir zum Rat. Sieht doch alles schön aus, oder? Da oben fliegen Vögel. Und sie zwitschern. Und wir gehen hier runter. Und dann gehen wir hier rum. Und dann laufen wir gegen die Wand. Und dann laufen wir gegen Jedi. Ich laber nur Mist. Und ich wiederhole mich. Jetzt gleich laber ich wieder mit den Jedi. Wetten? 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 Wetten das? Die Wookies größer sind als Menschen. Ja. Alles cool, der guckt ihn wirklich an. Haben sie gut gesetzt, den Aktionspunkt Dings. Ihr wisst, was ich. Hoffentlich, was ich meine. Auf geht's. Zum Rad. Wir können auch laufen. Ganz normal. Wir hatten ja eine Vision von Malak und Revan. Vielleicht können wir jetzt darüber reden. Rein. Bastila hat uns von einer äußerst ungewöhnlichen Entwicklung erzählt. Sie behauptet, sie und ihr hättet einen Traum geteilt. Eine Vision, die Malak und Revan gemeinsam hier auf Dentuin in den alten Ruinen gezeigt hat. Wir kennen diese Ruinen schon lange, haben sie aber für einfache Begräbnisstätten gehalten. Vielleicht steckt aber doch mehr dahinter, wenn Revan und Malak dort etwas gefunden haben. Woher will Bastila wissen, dass wir den gleichen Traum hatten? Ey, das steht hier sogar. Sie hat gesagt, sie hätte eure Anwesenheit in ihrem Traum gespürt. Okay.